Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute eSquirrel und das Portal von der App heraus und aus Schülerinnen und Schülersicht. Wenn wir uns mit der eigenen E-Mail-Adresse anmelden, dann können wir oben immer wechseln zwischen Autor, Lehrerin und Lehrer, Student, also zwischen diesen dreien hier. Als erstes muss natürlich der Lehrer den Schülerinnen und Schülern über Verwaltung den Code zur Verfügung stellen. Meiner Erfahrung nach funktioniert das mit dem QR-Code am besten. Und wir wechseln jetzt mal in die Handy-App und scannen in der Handy-App eben diesen QR-Code. So, in der Handy-App kann man natürlich auch einen neuen Account erstellen oder mit Facebook sogar verknüpfen. Oder man klickt eben auf Anmelden und meldet sich dann wie gewohnt mit E-Mail-Adresse und Passwort an, klickt danach auf Anmelden. Nachdem man auf Anmelden geklickt hat und das Ganze kurz lädt, kann man eben hier unten über den Button einer Klasse beitreten. Und entweder man gibt jetzt den Registrierungscode ein oder auf der rechten Seite auf das QR-Code-Symbol, dann öffnet sich die Kamera und man kann direkt den QR-Code einscannen. Direkt kann man der Klasse beitreten. Registrierung ist erfolgreich, du wurdest erfolgreich zum Kurs angemeldet und dann werden meine neuen Kurse geladen. Wichtig ist auch, eSquirrel funktioniert auch offline, nur die Punkte werden da nicht übertragen. Das bedeutet, ich muss mir einmal den ganzen Kurs herunterladen und kann dann auch offline spielen. Für Schülerinnen und Schüler, bei mir war das besonders wichtig, weil manche von ihnen keine mobilen Daten nutzen können bzw. keinen Vertrag oder ähnliches haben mit mobilen Daten. Sie sind also auf öffentliche WLAN-Hotspots oder zu Hause angewiesen. Um unterwegs zu spielen, ist also eSquirrel hier eine gute Möglichkeit. Genau so schaut es dann für Schülerinnen und Schüler aus. Sie haben den Kurs da oben. Man könnte auch den Kurs archivieren. Am Anfang findest du meistens auch noch einen Begrüßungskurs, da kann man eSquirrel einfach mal austesten. Ich klicke mal drauf und jetzt sehe ich hier diese verschiedenen Themengebiete. Das als erstes gesellschaftliche Aspekte, dann gibt es da Informations- und blablabla Betriebssysteme und auch in verschiedenen Farben, damit man eben auf den ersten Blick einen Unterschied feststellen kann. Jede Nuss hier ist ein eigenes Quest und hat eben verschiedene Fragen. 10 an der Zahl maximal und dabei steht auch immer, wie viele Nüsse man sammeln kann. Zum Beispiel beim ersten kann man 19 Nüsse sammeln, beim zweiten 18, beim dritten 16 und so weiter. Je nachdem, wie viele Nüsse pro Frage eben da sind. Jetzt probieren wir das Ganze aus, klicken aufs erste und sehen auf der Oberseite schon, dass hier eben bis zu 10 Fragen nach der Reihe beantwortet werden können. Das ist in dem Fall ein Lückentext, also ergänze die Lücken und dann machen wir das mal. Damit ein Computer einen wahrscheinlich Benutzer erkennen kann, kann man auf Benutzer drücken oder eben das Hin- und Herziehen, wie man es gern hat. Erkennen kann, bedarf es eines Computer-Accounts. Im Internet wird dies meist mit E-Mail-Adressen gemacht. Und dann kann man E-Mail-Adressen hinziehen oder eben einfach andrücken, also draufklicken. Eine E-Mail-Adresse ist damit ein digitaler Ausweis im Internet. Damit dieser digitale Ausweis nicht missbraucht werden kann, kennt der Computer und der Benutzer ein Geheimnis. Und zwar das Passwort. So, ich sehe jetzt links unten, wie viele Nüsse ich schon gesammelt habe. Ich sehe rechts, wie viele Nüsse diese Frage wert ist, nämlich 2 von maximal 3, beziehungsweise viele Fragen gibt es auch, wo nur eine Nuss als Belohnung angesetzt wird. Ich klicke auf Überprüfen. Und mir wird jetzt verifiziert, alle sind richtig und ich kann weiter. Ich habe jetzt 2 Nüsse gesammelt. Nächste Frage. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie etwas falsch anklicke? Zum Beispiel, also hier in dem Fall, ich weiß es, es sollte eigentlich Passwort sein, aber ich nehme einfach mal E-Mail-Adresse, überprüfe das Ganze. Jetzt heißt es, nein, es ist falsch. Okay, weiter. Und ich bekomme dann zu späterem Zeitpunkt die ganze Frage nochmal. Hier sieht man auch ganz gut, dass nicht nur Single, sondern auch Multiple Choice möglich ist. Oben immer die Frage, was sind Kriterien für ein sicheres Passwort? Und natürlich sind da mehrere richtig.
Zwischenzeitlich werde ich wieder mal was falsch machen. Ich überprüfe das. Da ist sogar alle drei falsch. Weiter. Und jetzt bin ich eben am Ende angekommen und ich muss nochmal die falschen Fragen klären. Das bedeutet, ich bin hier oben an zweiter Stelle, weil ich die Frage noch nicht richtig beantwortet habe. Ich sehe links unten, ich habe 16 Nüsse und rechts unten, wie viel ich noch für diese Frage bekommen kann. In dem Fall nur eine halbe Nuss. Das heißt, ich kann jetzt nochmal überlegen und wenn ich es wieder nicht weiß, zum Beispiel jetzt wieder was Falsches ankreuze, dann ist es natürlich falsch und ich löse das Ganze auf und ich sehe jetzt die richtige Antwort und jetzt passiert eben das Lernen dabei. Wieder auf Weiter. Jetzt muss ich die Lücken richtig ausfüllen. Jetzt überprüfe ich das. Ich bekomme hier jetzt eine halbe Nuss, deswegen habe ich jetzt 16,5. So, und jetzt habe ich die letzte Frage beantwortet. Eine ist noch offen. Und die muss ich jetzt trotzdem nochmal beantworten. Und wenn ich jetzt richtig klicke, ich bekomme jetzt keine Nuss mehr dafür, aber ich komme dann weiter. Jetzt nochmal falsch eben. Es ist wieder falsch, ich muss auflösen, Passwort, dann gehe ich auf Weiter. Dann bekomme ich nochmal die Frage gestellt, so lange, bis ich sie richtig beantwortet habe. Erst dann kann ich die Quest abschließen. Wer jetzt auf die Idee kommt, zu sagen, ach nein, ich gebe mich mit den Nüssen zufrieden und ich gehe jetzt raus, der wird jetzt gleich gewarnt. Quest abbrechen? Fragezeichen. Möchtest du die laufende Quest wirklich abbrechen? Dein Fortschritt geht verloren. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf Beenden klicke, verfallen meine 17 Nüsse. Wenn ich auf Weitergehe, dann kann ich die Quest noch retten. So, weiter. Und jetzt steht da, du hast 17 von 19 Nüssen geknackt. Ich habe das Bronze-Level erreicht. Und um ins nächste Level zu kommen, kann ich erst in einem Tag das Ganze nochmal machen. Also Bronze ist das Level, das nächste Level wäre dann Silber, das ist dann zweite Wiederholung, dritte Wiederholung Gold und dann gibt es noch eine vierte Wiederholung. Zurück zum Kurs. Jetzt ist das Ganze grau und nach wird es wieder hell. Nach 24 Stunden kann ich es nochmal machen. In der Statistik sehe ich meine verschiedenen Dinge, wie zum Beispiel, wie viele Quests ich im höchsten Level abgeschlossen habe, wie viele Kapitel ich abgeschlossen habe. Und wie viele Nüsse ich schon gesammelt habe. Und diese Medaille, wenn ich zum Beispiel alle Quests und Kapitel abgeschlossen habe, also sozusagen den Kurs durchgespielt. Hier unten gibt es die Anzahl an Nüssen, eben wie viel Bronze, Silber, Gold und so weiter. Hier haben wir das Quiz eben und unter Leaderboard sehe ich jetzt eben die ersten 33 Prozent, also das beste Drittel sozusagen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, schaut dann genauso aus wie auf der Homepage im Lehrer-Backend. Nur, dass Schülerinnen und Schüler nur eben die 33% sehen und nicht alle. Also das bedeutet, wenn ich 10 Anmeldungen für den Kurs habe, dann sehe ich dort eigentlich nur die ersten 3 Platzierten und meinen eigenen Platz. So sieht das Ganze eben aus und ich kann jetzt hier oben natürlich zum Autoren- oder Lehrerinnenportal wechseln, aber das funktioniert nur online mit einem Webbrowser, mobil auch, ist aber ziemlich mühsam mobil, eher empfehlenswert das am Computer zu machen. Über einen Klick auf die eigene E-Mail-Adresse kann man sich wieder abmelden und damit hat sich's.